Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Ja, willkommen zurück bei Uncharted. Eben die Kindheit gehabt und jetzt sind wir hier und kriegen voll auf die Mütze. Acabemos con esto. Na los. Na los. So, wie geht das jetzt? Gedrückt halten. Au! Esto va a ser divertido. Vuelve ahí. Ich werde hier zurückgeschubst. Chingada, este niño sabe pelear, eh? So, immer wieder auf die Mütze. Oh! ¿Qué tal esto? Agárrenmelo. Lucha como un hombre. Au! Toma esto, pendejo. Rómpele la cara. Ya lo tienes. Vuelve ahí. Esto es para meterte con nosotros. Rómpele el cráneo, amigo. Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. Sí, Gustavo. ¿Puedes hacerlo? ¿Dónde está ella? Te voy a matar, come mierda. Te voy a cerrar la bocota, gringo. Derrotes, amigo. ¡Ya basta! ¡Arríbalo! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltenme! ¿Eres vaca de campo? ¿Una kleine? Te voy a matar, gringo, come mierda. ¡Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist! ¡Te voy a sacar tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cájalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! Abre. Ja, komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Tja, wo sind wir denn hier gelandet? Im Knast. Gleich mit der Prügelei aufgewacht. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey. Schon gut. Langsam. Ja, gut. Ich wäre auch sonst schon gegangen. Es por tu culpa, pendejo. Hey, darf ich vielleicht mal duschen? Cállate. Morgen, Jungs. Oder Abend, lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota. Die Treppe rauf. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Wie freundlich der Nate ist. Aber. Und schwül. Willkommen in Panama. Hey, Gringo! Vi lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Hey, Vargas! Cuando regrese. Déjanoslo in Panama sind wir also. Huéfense! Quietense, cabrones! Hey, hey. Tranquilízate. Auch da haben wir uns schon unbeliebt gemacht. Ja, das Publikum liebt mich. Geh. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment, was hast du gesagt? Kommst du früh genug raus. Te lo advertí, pero no escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Atrás. De este encargo.
Bien. Wie bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Por favor, para, para. Nach dir? Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Was hat der denn vor? Ja, schon klar. Dadurch. Hier durch? Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Was? Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mir nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Der Brief, por favor. Darauf. Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Und das sieht ja schon sehr nach Uncharted aus. Ja, hab's da drüben versteckt unter dem Arbeitstisch. Bei den Kisten. Klasse, danke. Dieses schöne Kletterareal. Ja. Und das ganze Grün und das Bewachsene. Ach, ist das schön. So, was hat er jetzt hier für mich versteckt? Unterm Tisch. Bingo. Und weiter geht's. Rheininsel fragt gerade im Twitch-Chat, ob ich Spanisch verstehe. Ein bisschen. Ist halt ähnlich wie Französisch, das kann ich ein bisschen besser und woanders her kann ich es auch ein bisschen, aber ich spreche das jetzt nicht. So, komme ich jetzt hier hoch? Nein. Muss ich durch den Brunnen hier oder was? Wie er sich am Kopf kratzt. Ich hätte noch die Leiter nehmen können. Was haben wir denn da? Ha! Ein Schatz gefunden! Erster Schatz, Katzenanhänger aus Panama. Juhu! Boni freizuschalten, na dann.
Kann ich schon darüber werfen? Ne, ein bisschen weit aus. Kann ich dann so Vorsprünge werfen? Auch nicht. Okay, damit wird es klappen. Ah, guck an. Damit geht's. Da ist die Zelle. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Und? Auf geht's. Allein das Rumhüpfen macht schon Spaß. So, ein bisschen abrollen. Okay. Und jetzt? Okay. Achso, ich springe automatisch rüber und kletter hier mal rechts lang. Kann sich da festhalten? Das müsste doch ausreichen. Jawohl. Ah! Okay, und jetzt? Ah, da lang. Okay. Ich könnte da runterrutschen. Dem Seil am Pfosten. Vielleicht. Dem Seil am Pfosten? Ich kann jetzt noch nicht ranwerfen. Muss ich jetzt springen und dann das Seil werfen, oder was? Das geht bestimmt nicht schief. Halt dich fest! Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Auf nach oben. Auf nach oben. Ui, ist das schick hier. Bei euch ruckelt's ab und zu, sagt jemand. Muss ich gleich mal gucken. In der Aufnahme war es eigentlich nicht so. Vielleicht in der Twitch-Aufnahme. Muss ich gleich mal schauen, wenn es bei euch ruckelt, was da los ist. Ich hoffe nicht in der Aufnahme, sondern ich glaube nur im Twitch-Stream. Ich schaue es mir gleich mal an. So, geht's denn jetzt hier weiter? Vielleicht hier in dem Turm. Das ist nur ein bisschen zum Staunen. Na, vielleicht kann ich den Turm hoch. Ah ja. Oh. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Oh. Schwer zu glauben, dass hier drin dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay. Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Die Spanier wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind. Okay. Da hochklettern wahrscheinlich. Ich gucke mich jetzt mal hier unten noch um, nicht, dass ich was übersehe. Ein Schatz, einen haben wir ja schon entdeckt. Oh, da guck, da ist zum Beispiel was. 18. September 1696. Heute Nachmittag ließ ich den ersten aus Captain Avery's Crew hängen und seine Kameraden hatten Logenplätze. Dieses Vorgehen mag unnötig gewesen sein, hat ihn vor dem nächsten Akt aber ungeheure Angst eingejagt. Meinen Besuch bei den verbleibenden Männern im Turm. Die armseligen Piraten warfen sich mir zu Füßen und winselten um Gnade. Eines Tages möchte ich solche Gnadengesuche von ihrem flüchtigen Captain hören. 20. September, zwei Tage später also,
Heute Morgen ließ ich die restlichen Piraten hängen. Eine arme Seele war so mutig, mir noch beim Überstreifen der Kapuze eine Bestechung anzubieten. Weitere vage Versprechungen eines riesigen Schatzes. Ich fragte ihn, wo dieser Schatz zu finden sei und ließ ihn bei seiner Antwort baumeln. Ich ertrage keine weiteren Piratenlügen mehr. Ja, das ist ja der Schatz, der Avery, den wir jetzt suchen. Gucken, ob es dann wirklich nur eine Lüge ist, eine Piratenlüge, oder ob da mehr dahinter steckt. Der Nate verspricht sich davon ja mehr eben hier. Was hat er denn eben nochmal angezeigt? Eben hat er doch nochmal das angezeigt mit dem... Ja, sehr gut. Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Und an der Stelle QQ Onyx, vielen Dank und Gruß für 16 Monate Abo. Whoa! Meine Herren. Sam, verpasst echt was. Auf geht's. Burns Zelle. Zelle. We're sweet. Super sweet. Wo fange ich an? Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Sonne und Mond. Chemiesymbole für Gold und Silber. Moment mal, sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Hm, das ist ein Teil des Symbols. Okay. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Was kann ich jetzt machen? Falten. Schon besser. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze? Und Skorpion. Okay. Warte mal. Das war doch gerade das hier. Genau, dieser Pfeil und dieses M. Der Pfeil ist da. Und das M ist da. Der Pfeil ist X, ist römisch 10 und der M ist römisch 2. Also 12. 10 und 2. X und II. Sieh sich das einer an. Igna factis recipimus. Hm, das muss es sein. Dann mal zurück. Dann mal zurück. Kann ich jetzt zur Tür raus? Ich sollte aufpassen. Ja. Okay, hier will ich mal nicht nach unten fallen. Sondern wahrscheinlich mich eher abseilen. Und abwärts. Ah. Kurz gucken, dass ich nicht irgendwo einen Schatz übersehe, den sie versteckt haben. Jetzt. Jetzt darüber angeln, oder? Au. Gucken, dass ich nicht hinten zu doll anstoße. Wohin will ich denn überhaupt? Das war die Frage. Da wahrscheinlich raus, oder?
Das kriegt man jetzt niemals hin. Okay. Auf Wiedersehen, Schulter. Boah, ganz schön großes Gefängnis. Ist Vargas. Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Kann ich jetzt hier hoch? Nein! Ich wollte nur oben drauf steigen. Geht das nicht? Doch, geht. Okay, da links runter und dann. Na, bap, 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 bap. Wow, allerdings. Ich hab gedacht, ich hab's nicht geschafft. Komm hoch. Ah, hier geht's hoch. So muss es laufen. So muss es laufen. Ich habe gerade noch mal geschrieben, dass es so ein bisschen ruckelt. Ich glaube, ich hab Verdacht, woran das liegen könnte. Sonst werde ich mir gleich mal angucken in der Pause. Aber diese Szene und diese Runde möchte ich eben noch zu Ende spielen. Will ich hier oben noch vorher was machen? Gibt es hier noch irgendwas anderes? Dass ich einen wichtigen Schatz übersehe. Aber es geht auch so. Hast geschafft. Was gefunden? Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war er nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Ja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Da sind wir wieder bei unseren Fans. Okay. Wenn du mit dem geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Fast so gut wie ich. Yo puedo decir, suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Ich hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo, 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 wo. Du willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Rafe finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh.
Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Rafe, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Das ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen... Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Oh. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Lass mich raten. Mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. Aquí no sale. Hey, weißt du was? Tú no te metas. Okay. Und dann geht's gleich wieder rund. Du hast dich auch nicht angeboten. Scheiße, Leute, dafür ist keine Zeit. Voll die Massenprügelei hier. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Wie geht's gut fürs Erste? Ja, ausweichen manchmal auch besser. Haha, Tag Team. Hora de irse, gringo. Au. Hält ihr denn alles aus? Hey, lass los! Gut, espera! Ja, basta de hablar! Alguien más necesita que le recuerde cuáles las reglas. ¡Aliense! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Es das Schmuggelware? Vargas. ¡Cállate! ¿Für wen hältst du dich? ¡Llevo su celda! Atrás a los gringos a mi oficina.
Déjanos. Déjenos. Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh, ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay, du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir, 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so. Oh. Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Willst du es wirklich wissen? Kameraden! Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Hört ihr das zum Plan? Folgt mir. Wohin denn? Los, los! Verdammt nochmal. Rafe, wo gehen wir hin? Zum Leuchtturm. Laut Vargas ist das Boot direkt darunter. Wo lang? Keine Ahnung. Gehen wir nach draußen und finden es raus. Scheiße! Sackgasse! Und jetzt? Das Fenster! Beeilung! Mierda! Raus! Dann los! Ich sehe den Leuchtturm nicht. Ich muss erstmal von den Wachen wegkommen. Pass auf! Wow! Jetzt? Noch eine Sackgasse. Die Feuerleiter. Nate, bring mich da hoch. Na los, Sam. Bereit? Whoa. Und jetzt? Au! Echt jetzt? Na, da ist der Sam. Der lässt mich nicht alleine. Tag Team! Okay, wir müssen Rafe einholen. Schnell! Ich dachte, du vertraust ihm. Tu ich! Gewissermaßen. Da ist ein Schacht. Hilf mir schieben. Schneller, schneller, schneller. Er wird ohne uns abhauen, oder? Schneller! Wenn wir schnell sind. Na los! Nach dir! Sie sind überall. Okay, alles sauber. Dieser Ort ist ein Irrgang. Ja, als wollten sie nicht, dass wir abhauen oder so. Oh, scheiße. Wach! Komm hier runter. Sam! Hey, Rafe. Schön, dich zu sehen. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Hast geschafft. Da ist der Leuchtturm.
Fuck. Nein, nein, nein! Sam! Komm! Ich zieh dich hoch! Schnell, schnell! Ich hab dich! Komm! Was? Nein! Nein, festhalten! Festhalten! Sam! Die andere Hand! Nein! Weiter. Nein, er ist doch da unten. Nein, er ist tot. Komm, das Boot ist auf der anderen Seite. Nein, ich kann nicht. Ich lasse ihn nicht hier. Nate, dein Bruder ist tot. Komm mit mir oder geh zu ihm. Nein. Wie du willst. Sam. Erstmal eine Einleitung. Aber der Sam, der ist nicht tot. Ich glaube, dem geht's. Den trifft man schon noch wieder. Ich glaube nicht, dass der tot ist. Ich habe ja schon mal ein Level vorab gespielt. Auf einer Sony Convention in Madagaskar, wo man mit dem Jeep rumfährt. Ja, da ist Sam noch dabei. Wenn das kein Rückblick war, was ich nicht glaube, geht's ihm bestimmt gut. Insgesamt hört man über das Spiel nur Gutes und bin sehr gespannt, was da noch kommen wird, weil ja, das Finale der Uncharted-Serie ist und das soll auch ein richtig cooles Ende sein für die Serie. Deswegen bin ich sehr gespannt. Oh, die Elena. Und wie es jetzt hier weitergeht, nach diesem Start, 15 Jahre später, das schauen wir uns gleich gemeinsam in der nächsten Folge an. Ich werde auch nochmal nachschauen, ich habe einen Verdacht, woran das liegt, dass diese Ruckler beim Szenenumschalten auftreten. Das sollte ja auch nicht sein. Aber wie gesagt, das schauen wir uns alles gleich in der nächsten Folge an von Uncharted 4. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis gleich, ciao.